Rezession und andere Restrisiken, so lautet der Titel des heutigen Ausblicks auf die Märkte. Denn noch ist nicht sicher, dass Deutschland nicht doch in einer technischen Rezession ist. Heute Vormittag werden wir es dann endgültig wissen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick eben auf das, was heute zu erwarten ist. Zum Beispiel in Sachen deutscher Konjunktur, da kommt eine ganze Menge. Kann ich Ihnen gleich mal zeigen, hier angesichts der Daten, die um 8 Uhr das deutsche BIP, zweite und letzte Veröffentlichung. Jetzt wollen wir uns die Zahlen gleich mal anschauen. Aber erstmal weiter im Text. Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Auch dazu gleich ein Blick auf das, was bisher gewesen ist. Und dann eine Rede 9.30 Uhr von Lagarde. Die neue EZB-Chefin spricht auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Noch nicht klar, ob sie da wirklich dann etwas sagen wird zur Geldpolitik. Bisher hat sie es nicht gemacht. Sie hat einmal schon öffentlich gesprochen da, aber keine Aussagen zur Geldpolitik. Also irgendwann wird sie damit anfangen müssen, sich mal zu äußern. Und dann haben wir die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone um 10 Uhr. Das ist es dann praktisch mit den Terminen, die vorwiegend in der Eurozone heute stattfinden. Aber schauen wir uns mal die ganze Geschichte an mit dem deutschen BIP. Da haben wir ja bei der letzten Veröffentlichung uns gerade noch über die Nulllinie gerettet. Keine Rezession. Damals waren die Schlagzeilen dann eben Erleichterung. Ja, super, wir haben keine Rezession, aber wir dürfen eins nicht vergessen, dieses BIP ist ein bisschen aufgerundet. Wir waren in der Realität bei 0,08% und hier wurde dann aber das zweite Quartal, also das Vorquartal, von minus 0,1% auf minus 0,24% nach unten revidiert, fast minus 0,3%, denn wenn es über der minus 0,25 gewesen wäre, hätte man das aufrunden müssen. Das war also eine ziemlich herbe Abwärtsrevision und ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass das deutsche BIP vielleicht noch unter die Nullerlinie fällt. Und dann möchte ich mal die Schlagzeilen sehen. Heute Deutschland doch in einer Rezession. Es ist zumindest ein Restrisiko. Restrisiken gibt es auch bei anderen Konjunkturdaten, wie zum Beispiel den Einkaufsmanager-Indizes. Da haben wir hier, worauf die Welt vor allem blickte, ist das deutsche Gewerbe. Hier die Zahlen zuletzt 42,1 bei Market PMI. Leichte Erholung, nachdem dieser Abwärtstrend so deutlich und so lang anhaltend war seit Anfang 2018 im Grunde. Jetzt erwarten wir einen Wert von 42,9. Kommt es besser? Und dann wäre wieder so ein bisschen Konjunkturoptimismus angesagt. Kommt es schlechter? Dann würden die Sorgen über die Konjunktur eben wieder deutlich zunehmen. Die Märkte haben ja vollumfänglich eingepreist, dass wir im vierten Quartal eine deutliche Erholung sehen, dass diese Delle, diese Pause des Wachstums, wie die Bundesregierung zu formulieren pflegte, dass die dann vorbei ist. Schauen wir uns auch mal die Dienstleister an. Die sind nämlich zuletzt dann doch deutlich runtergekommen. Hier sehen wir Dienstleistungen dieser Sektor, Konsum mithin. Binnenkonsum war noch sehr, sehr stark bei Werten mit über 55 noch kürzlich, aber dann doch der ziemlich herbe Absturz in Richtung 51. Auch hier wird eine Erholung über die Marke von 52 erwartet bei den deutschen Dienstleistern. Das wird also jetzt erstmal der Fokus sein heute Morgen gleich. Die Zahlen um 8 Uhr, die letzte Veröffentlichung des deutschen BIP und dann 9.30 vor allem die deutschen Einkaufsmanager-Indizes. Vor 9.30 kommen dann die französischen Einkaufsmanager-Indizes. Die setzen dann manchmal schon so ein bisschen die Pace. Wir haben gesprochen über Restrisiken und da ist eins, wie Politico berichtet, will Donald Trump jetzt diese ganze Sache mit den Strafzöllen gegen die EU auf komplett neue Basis stellen. Es war ja so, dass Trump eine Deadline verpasst hat, kann man sagen, wo er hätte die Zölle, die Strafzölle gegen EU-Autos hätte erheben können, unter Begründungsverweis nationales Sicherheitsrisiko. Das ist ja dieser Notstandsparagraf sozusagen, den Trump aus der Mottenkiste geholt hat, um so ziemlich alles zu begründen. Das ist im Grunde fast eine Aushebelung der Demokratie. Wenn ich sage, naja, wenn ich Autos importiere, dann schadet das meinen nationalen Sicherheitsinteressen, dann schadet so ziemlich alles den nationalen Sicherheitsinteressen. Jetzt will er das auf eine andere juristische Grundlage stellen und deutlich ausweiten. Es wird noch dauern, bis dieser ganze Prozess dann wirklich mal zur Entscheidung kommt, aber die Kuh ist hier noch nicht vom Eis. Es ist ein deutliches Restrisiko, dass sozusagen hier Trump nach wie vor an dieser Bezollung festhalten will, die jetzt ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden war, indem Trump still und heimlich nichts gemacht hat, einfach diese Deadline hat verstreichen lassen, hat eigentlich keiner gemerkt. Aber jetzt geht es also wieder los. Trump will Leverage haben, will einen Hebel haben gegen die EU, will ein Druckmittel
haben. Und das ist genau der Punkt, um den es jetzt geht. Er will sich weitere Optionen auch schaffen. Das Thema ist also noch lange nicht vom Eis. Wir haben dann interessante Entwicklungen in Asien. Zunächst mal Aussagen von Xi Jinping in Sachen Handelskrieg. Wir haben ihn nicht angefangen, aber wenn wir müssen, werden wir zurückgekämpfen, werden wir uns wehren. Wir haben gezeigt, dass wir konstruktiv sind, etc. etc. Eigentlich der übliche Sprech, Xi Jinping auch heute über die chinesische Wirtschaft, die wird weiter sozusagen stabil wachsen, so seine Aussage. Und das hat man gleich mal ernst genommen, offenkundig bei den Statistikern, denn man hat mal eben das chinesische Wachstum, das BIP für 2018 um 2,1% nach oben revidiert. Das wäre doch mal vielleicht Anschauungsunterricht für Donald Trump. Da könnte er am amerikanischen BIP ein bisschen drehen. Best Economy ever. Dann vielleicht mit plus 33% im Jahr 2019. Möglich wäre es, von China lernen heißt hier siegen lernen. Aber auch wir Deutschen sind kreativ, wenn es darum geht, ein bisschen an der Schraube zu drehen. Denn wir haben es auch geschafft, hier Revisionen immer wieder zu platzieren. Hier zum Beispiel haben wir oder haben unsere Analysten die Sell-Side, wie es so schön heißt, erwartet, dass wir 12% Earnings-Wachstum im Jahre 2019 haben. Was ist rausgekommen? Um und bei null. Jetzt wird erwartet, dass für das Jahr 2020 11% Wachstum der Fall ist. Also wir sind nicht viel besser als die Amerikaner, die ja immer sozusagen im Vorfeld der Zahlen dann die Erwartungen so weit runtersenken, die vorher sehr hoch waren, bis es dann gar nicht mehr zu unterbieten ist. Das können wir Deutschen auch, meine Damen und Herren. Da sind wir also auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Schauen wir uns die Augenhöhe der Charts an von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier diese letztendlich Seitwärtsbewegung im S&P 500, 3.108 Punkte. Es geht nicht recht vor, es geht nicht recht zurück. Wir haben jetzt 3 Tage mit den negativen Tageskerzen, minimal negativ, aber eben negativ. Dieser Aufwärtsdrive ist also gestoppt. Heute ist Magic Risk Friday. Wird das wieder sozusagen neue Käufer in den Markt locken? Das wird vielleicht auch auf die Daten aus der Eurozone, vor allem aus Deutschland, ankommen. Hier der Nasdaq 8286. Der Dow Jones hangelt sich an der 27.800er Marke. Was wird das für The DAX bedeuten? Der dürfte dann reinkommen bei 13.167. Auch hier relativ wenig Bewegung. Wir waren gestern ja schon unter der 13.100er Marke. Und dann diese stückweise Erholung. Asiatische Märkte leicht positiv. Nikkei plus 0,3. Die Hongkong und Festlandchina relativ wenig verändert. Wir haben, um da nochmal zu China zurückzukommen, Hongkong, wir sehen, dass zwei amerikanische Kriegsschiffe im südchinesischen Meer sehr nahe gekommen sind, diesen Inseln, die China für sich beansprucht. Also wir sehen, dass dieses Spielfeld in Sachen Handelskrieg eben mehrere Ebenen hat. Eine davon ist eine geostrategische. Aber zurück zu den Charts. Das war der DAX 13.168. Wir sehen Euro nach wie vor in Sichtweite, dieser 1,11er Marke 1,1068. Wir sehen, dass Gold weiter bei 1.465 handelt und leichte Rücksetzer nach dem erneuten Siegeslauf von Crude Oil, weil die OPEC erstmal diese Produktionskürzung verlängert hat, aber nicht die Produktionskürzung ausweitet. Sehr eigene Logik am Ölmarkt. Wer sie versteht, sei gesegnet. Wie auch immer. Wir haben jetzt die Situation, also dass erstmal die Welt nach Deutschland blickt, die Einkaufsmanager-Indizes, das BIP. Das wird erstmal vielleicht den Grundton dann setzen für den heutigen Handelstag. Derzeit so eine leicht stagnierende Periode an den Aktienmärkten. Der Bullenlauf erstmal gestoppt, aber es geht eben noch nicht substanziell nach unten. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.